Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir alle hier sind. Heute spreche ich mit Markus Berger. Er ist Ethnobotaniker, Drogenforscher, Buchautor und Referent. Autor von zahlreichen Büchern zur Drogenforschung und Ethnobotanik. Chefredakteur des Magazins für psychoaktive Kultur Lucis Rausch und Mitarbeiter beim Nachtschatten Verlag. Veranstalter von Kongressen, also zur psychoaktiven Kultur und macht auch ein Format auf YouTube, die DEA, die Drug Education Agency und Nachtschattentelevision. Und ja, ich begrüße meinen Gast, lieber Markus, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch. Ja, wir wollen eben über ein paar Aspekte dieses Themenkomplexes sprechen. Heutzutage werden ja die Psychedelika immer bekannter, will ich mal sagen. Auch in der Politik ist das Thema zum Beispiel Cannabis angekommen. Und also ganz zu Beginn will ich vielleicht noch mal zurückgehen in der Geschichte, einfach um darauf hinzuweisen, also der Genuss von bewusstseinsverändernden Pflanzen, also Substanzen, ist ja so alt wie die Menschheit, wenn man so will. Und wir Menschen als ja, Teil der Natur sind abhängig. Also wir brauchen die Erzeugnisse der Natur zum Überleben. Früher geschah das direkt und seit der Industrialisierung vielleicht eher auf Umwegen. Aber wir finden Beweise für frühzeitliche Verwendung von solchen Sachen, also in archäologischen Funden, Grabbeigaben oder auch die Statue von dem Xochipilli zum Beispiel. In Mexiko ist das, glaube ich, oder Lateinamerika. Ja, also der Begriff Droge, möchte ich nur am Anfang sagen, bezeichnet ja eigentlich nur getrocknetes, also getrocknetes Pflanzenmaterial. Und diese Trennung, die heute da ist, die war damals meines Erachtens nicht so ausgeprägt, sondern wir haben alle Erzeugnisse der Natur benutzt, sowohl für die Nahrung, Kleidung, Baumaterial und eben die Kräuter in allen möglichen Varianten und unter anderem eben auch bewusstseinsverändernde Pflanzen. Und ja, das hat sich natürlich geändert. Und ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wir haben jetzt noch eine rückständige Drogenpolitik, aber es hat sich schon etwas geändert. Ich sage mal, vor 30 Jahren war es noch mal eine Kante mittelalterlicher, wenn man so will. Also da wurde ja, also ich selbst wurde mal als 16-Jähriger bei einem Volksfest mit Freunden erwischt, als wir abseits da ein Joint geraucht haben und während der Rest sich ins Koma gesoffen hat, haben wir dann den Rest des Abends auf der Wache verbracht und es gab dann ein Verfahren und ich erinnere heute noch die Staatsanwältin, wie sie davon gesprochen hat, eben, das führt zu Siechtum und ich müsste eigentlich bald irgendwo auf der Bahnhofstoilette an einer Überdosis Heroin verenden, so ungefähr. Also es klingt drastisch, aber sie hat damals tatsächlich das so ausgeführt und ich wusste zwar damals schon, das ist Quatsch, aber ja, wie kam es zu dieser irgendwann Unterscheidung zwischen legalen und illegalen Drogen? Wir wollten heute mal sprechen über die Wahrnehmung und auch diese Differenzierung machen. Also vielleicht fange ich mal an. Wir reden über Psychedelika. Der Gordon Wasson war es, glaube ich, der vorgeschlagen hat, den Begriff Entheogene zu benutzen. Psychedelika bedeutet eben die Seele offenbarend und Entheogene bedeutet das Göttliche in dir erzeugend. Und mir ist einfach wichtig, dass wir am Anfang diese Unterscheidung mal machen, wovon reden wir hier, wenn wir über Psychedelika sprechen. Markus, vielleicht kannst du das mal umreißen, also der Unterschied
zu anderen berauschenden Substanzen. Und vielleicht eins noch, der Begriff Rausch ist ja auch heutzutage irgendwie mit Vergiftung oder mit ja, sehr negativ besetzt. Und natürlich gibt es Missbrauch, natürlich gibt es Suchterkrankungen. Meine Meinung ist aber, da ist niemals die Substanz als solches schuld, sondern die Ursachen liegen woanders. Und wir werden auf die Prohibition noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht erstmal, Markus, worüber sprechen wir hier, wenn wir Psychedelika meinen? Ja, also wir wollen das Ganze vielleicht nicht unbedingt von der pharmakologischen Seite her aufrollen, sondern wir sprechen von einer Stoffklasse, die mit den urtümlichen Rauschdrogen, so wie ich zumindest verstehe, nicht wirklich viel gemein hat. Also innerhalb der Drogenpolitik, insbesondere innerhalb der betäubungsmittelrechtlichen Verordnungen, werden ja sämtliche Drogen, wie du gerade schon sagst, als Rauschgifte bezeichnet. Die klassischen Psychedelika, zu denen ich jetzt mal als Parademoleküle LSD, Psilocybin, Mescalin, DMT etc. pp. Zähle, sind eigentlich genau das Gegenteil von dem. Erstens erzeugen sie keinen klassischen Rausch in dem Sinne, so wie man sich das vorstellt. Und zweitens sind sie von einem klassischen Gift auch eigentlich weit entfernt. Natürlich kann man sich mit allen Substanzen vergiften, man kann auch alles missbrauchen, das hast du gerade auch schon gesagt. Also man kann auch Autos missbrauchen und trotzdem käme niemand auf die Idee, Autofahren zu verbieten. Man kann auch alles Küchenmesser missbrauchen und so weiter. Also das hat ja eigentlich mit rationalem Denken und wissenschaftlicher Erkenntnis nichts zu tun, wie das definiert wird. Das einzig, in meinen Augen, das einzig echte Rauschgift, das wir als Menschen kennen, ist eigentlich eines, was gar nicht als solches bezeichnet wird, nämlich der Alkohol. Und der Begriff Droge ist auch so schwammig wie wenig zielführend. Es ist ein Kampfbegriff. Du hast es vorhin schon erläutert. Der Wort Ursprung etymologisch kommt eigentlich aus dem niederländischen Drog für trocken und bezeichnet hauptsächlich pharmazeutische Zubereitungen von getrockneten Kräutern, Pflanzen im Allgemeinen, Tierteilen und so weiter und so fort. Heute noch kennen wir den Begriff der Drogerie. Drogerien gibt es heute noch überall. Da stößt sich auch keiner dran an. Und von daher, also diese Differenzierung ist eine außerordentlich willkürlich vorgenommene, gerade im politischen Sinne, werden alle Drogen, alle psychoaktiven Substanzen in einen Topf geworfen, außer denen, die jeweils willkürlich zu der Zeit gerade legal sind, wie zum Beispiel Tabak, Alkohol, viele Psychopharmaka und so, die werden ja gar nicht als Drogen bezeichnet, sondern der Kampfbegriff Droge bezieht sich ausschließlich auf die oder fast ausschließlich auf die illegalisierten Substanzen, wobei wir eben da tatsächlich auch beachten müssen, dass die total willkürlich illegalisiert sind. Ja, 1930 und früher zum Beispiel war es noch eine Straftat, in den USA Alkohol zu trinken. 1, 2 Jahre später war es okay, war es nämlich wieder legal. Da sehen wir, dieses Verbot, dieses Drogenverbot ist zutiefst willkürlich und hat mit Rationalität und wissenschaftlicher Evidenz überhaupt nichts zu tun. Und die Psychedelika sind vor allem von daher für die Strukturen dieser Welt, die gesellschaftlichen Strukturen dieser Welt, eine Gefahr oder stellen eine potenzielle Gefahr dar, weil sie den Konsumenten zum Reflektieren anregen. Also die viele Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben LSD genommen haben oder Psilocybin-Pilze oder auch nur das sehr, sehr wenig psychedelische MDMA, so also Ecstasy, fangen plötzlich an, die Gesellschaft zu hinterfragen und auch unser Leben, unsere Existenz, all das anders zu sehen und in Frage zu stellen. Und dann natürlich damit auch die politischen Strukturen, die ja, wenn wir uns ein bisschen damit befassen, sehen, zutiefst destruktiv sind und diese Welt ja auch gerade in Grund und Boden reiten. Und trotzdem geht man nicht dazu über, sich Gedanken zu machen, wir müssten mal was am gesellschaftlichen System verändern, sondern man möchte lieber die Veränderung selbst verhindern. Und das ist so ein Teil, warum Psychedelika in den 60er, 70er Jahren dann eben auch der Verbotspolitik anheimfielen, weil eine Revolution stattfand, weil mit der Hippie-Generation, der Flower-Power-Generation ging das eigentlich erst so richtig los, ein Umdenken auch stattfand und
Jugendliche oder überhaupt Menschen, die mit Psychedelika konfrontiert waren, plötzlich das alles so nicht mehr anzunehmen willens waren, wie es uns vorgegeben wird. Und das ist in der heutigen Zeit wird das ein immer größeres Thema, wobei der Unterschied zu früher ist, dass heute dieses Quantum-Rebellentum immer mehr und mehr fehlt und die Substanzen, die psychedelischen oder entheogenen Substanzen immer mehr salon- und gesellschaftsfähig werden. Also die Menschen sind heute besser informiert, besser über die Substanzen gebildet. Darauf können wir auch noch mal kurz eingehen. Warum war es überhaupt möglich, dass in unserer Jugend die Drogenpolitik so sein konnte oder die Staatsanwältin dir so einen hanebüchenen Schwachsinn erzählt, von wegen, wer heute einen Joint raucht, ist morgen Junkie und aber nebenan wird gesoffen, was das Zeug hat, bis die Leber Aua schreit und das interessiert keinen. Das wird sogar noch gelobt. Damit kann man sich noch brüsten und ist noch cool und so. Also das sind alles so Dinge. Ja, das ist von einer außerordentlichen Irrationalität alles geprägt. Und die Psychedelika sind für mich ein Schlüssel zu einem neuen Verständnis unseres Lebens, unserer Existenz und auch unseres Miteinanders. Das war jetzt viel auf einmal, hat wahrscheinlich auch gleich mehrere Fragen auf einmal beantwortet, aber so sprudelt es aus mir raus jetzt. Ja, wunderbar, denn ja, das Thema Bewusstheit, du hast es ja angesprochen. Also wir sehen es ja in den heutigen Zuständen, da ist ein großer Mangel an Bewusstheit. Und ich sehe es genauso. Diese Substanzen führen einfach zu Reflexion und es ist natürlich wichtig, das richtig im richtigen Kontext zu machen. Sie führen zu einem tieferen Verständnis und auch werfen viele Fragen auf. Ja? Wenn wir uns jetzt mal anschauen, der War on Drugs, diese restriktive Drogenpolitik, man kann ja mit Fug und Recht sagen, der ist gescheitert, denn es hat nicht die Drogen wegbekommen, ja? Sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen es ja auch beim Cannabis oder auch anderen Sachen, welche Blüten es dann treibt, dadurch, dass Substanzen illegalisiert werden. Ja? Wir haben keine Qualitätskontrolle. Es ist verboten, das selbst anzubauen. Die Leute müssen irgendwo auf den Schwarzmarkt gehen. Da wird dann gestrecktes Zeug verkauft, skrupellos, Abzocke oder eben Streckmittel. Und oder sogar diese Spice-Sachen, also künstliche Ersatzstoffe, die viel gefährlicher sind als jetzt Gras zum Beispiel, Marihuana. Und die Jugendlichen, die einfach Lust haben, auszuprobieren, die greifen dann zu solchen Sachen, was natürlich verheerende Folgen mit sich bringen kann. Also würdest du auch sagen, der War on Drugs ist gescheitert? Ja, natürlich von Anfang an. Es ist einfach eine willkürliche Verbotspolitik, die auch für mich durch nichts zu rechtfertigen ist. Denn wenn wir uns vergegenwärtigen, was ist denn verboten? Es sind ja im Grunde gar nicht die Stoffe, die Drogen an sich verboten, sondern es ist ja verboten, und das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, den eigenen Bewusstseinszustand zu erforschen, das eigene Bewusstsein, das eigene Befinden zu verändern, abends auf der eigenen heimischen Couch oder im Wald oder im eigenen Garten mit dem eigenen Bewusstsein zu experimentieren, etwas, das uns Menschen immanent ist, und zwar schon immer, das ist verboten und das kann man doch in keinster Weise nachvollziehen und begründen. Und ich kann das auch in keinster Weise akzeptieren. Denn wen geht es denn bitteschön etwas an, wie ich, wann ich, wo ich und womit ich meinen Bewusstseinszustand verändere und beeinflusse? Was anderes ist es, wenn ich solche Substanzen benutze, um andere zu affizieren, um es Kindern zu geben oder Unbedarften, die es gar nicht wollen oder sowas. Das ist natürlich, was, ne, ganz klar, das ist Körperverletzung, unverantwortlich. Sowas muss natürlich reglementiert sein und verboten sein. Aber was ich mir an Substanzen gebe, das geht niemanden etwas an, gar niemanden. Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, so etwas regulieren oder verbieten zu wollen? Ja, das sind Machtspielchen, es sind Machtstrukturen, die aufrechterhalten werden sollen. Es geht um dieses Zerstörerische, um dieses Destruktive, um Kontrolle über die Menschen.
Ja, und das sieht man auch daran, wie im Laufe der Zeit, wie willkürlich diese Substanzen illegalisiert werden. Mein früher war, ich habe ein ganzes Buch über Kaffee geschrieben, du hast es auf deinem Kanal fast zur Gänze gelesen. Früher war es ja sogar hier und dort verboten und unter schlimmsten Strafen Kaffee zu besitzen und so weiter. Eine Substanz, die heute auf der ganzen Welt jeder, fast jeder trinkt und so weiter und so fort. Und daran sieht, oder auch die Alkoholprohibition. Und daran sieht man doch mal, wie blödsinnig diese Gesetzgebung auch eigentlich ist und dass das auch keinem auffällt. Ja, und du hast vorhin gesagt, der Rausch ist in der Gesellschaft verpönt oder so. Das sehe ich gar nicht so. Der Rausch an sich ist total etabliert. Wenn man morgens zum Sektempfang auf gesellschaftlichen Events da schon einen ersten Schwips hat, das ist ziemlich etabliert und ziemlich normal und teilweise sogar schon erwünscht. Also das gehört eigentlich dazu. Die Leute haben Angst vor dem, was die ihnen unbekannten Rauschmittel auszulösen vermögen. Und da schließen wir den Kreis zur ersten Frage, was unterscheidet Psychedelika von anderen klassischen Rauschdrogen? Ja, es fehlt ihnen einfach dieser klassische Rausch. Also man hat bei psychedelischen Substanzen im Onset, also wenn die Substanz zu wirken beginnt, bis zum Höhepunkt, zum Peak, also die Hauptwirkung der Substanz, hat man so rauschige Episoden und Anwandlungen und auch im Coming Down nachher. Aber auf der eigentlichen Kernwirkung eines Psychedelikums fühlt man sich alles, aber nicht berauscht und nicht irgendwie duselig, sondern im Gegenteil, man fühlt sich klar und einer Realität ausgesetzt, die man aus dem Alltagsbewusstsein so nicht kennt. Ja, und von daher, die Substanzen alle unter einen Strich zu setzen, unter dem Namen Rauschdroge oder Rauschgift oder wie in Österreich. Betäubungsmittel. Suchtgift ist ja noch besser. Ja. In Österreich sagt man ja gar nicht Rauschgift, in Österreich ist ein Suchtgift alles das. Also es ist nicht nur giftig, sondern macht auch in jedem Fall eine Sucht und so weiter. Ja, also mit solchen Pauschalisierungen kommen wir einfach nicht weiter. Und das müsste mittlerweile auch der Dümmste erkannt haben eigentlich. Ja, sehr, sehr treffend. Auch der Begriff Betäubungsmittelgesetz. Das Gegenteil ist der Fall, ja, sehe ich genauso. Und völlige Willkür. Absolut. Ja. Ja, und die allermeisten Betäubungsmittel betäuben ja doch gar nicht. Da sind wir uns auch einig. Also LSD als Betäubungsmittel zu bezeichnen, kann nur jemand machen, der in seinem Leben noch nie LSD genommen hat und überhaupt nicht weiß, wovon er redet. Das ist ja auch ein Kennzeichen der Politik, dass diejenigen, die entscheiden, meistens diejenigen, die am wenigsten davon überhaupt irgendeine Ahnung haben. Ja. Ja, natürlich. Das ist so. Ja. Das ist in der gesamten Politik ja so. Ich meine, wir sehen, der Spahn ist Banker und ist Gesundheitsminister. Also wie kann denn das, wie kann sowas gehen? Also, wenn einer nicht Gesundheitsminister sein dürfte, dann irgend so ein Finanzarsch. Entschuldigung, aber ist so, oder? Ja, absolut. Ja. Ja, und ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren kam das Thema Cannabis-Legalisierung mal auf. Da gab es, glaube ich, so einen Richter, der das mal in den Raum geworfen hat. Und da gab es dann schon teilweise Hoffnungen, dass sich da jetzt was tut. Aber wirklich viel hat sich ja nicht getan. Also jetzt, seit einigen Jahren, ist es als Medizin zugelassen. Aber da ist auch wieder der Punkt, diese Unterscheidung zu machen als Medizin und für Recreational Use, also Genussmittel. Und jetzt im Wahlkampf ist es auf einmal Thema geworden. Was heißt auf einmal? Also es gab schon eine Entwicklung dahin. Aber sie werden auf jeden Fall jetzt bekannter. Und wir haben es ja auch gesehen in den USA, schreitet das voran und all diese Schreckensszenarien, die von der ahnungslosen Politik oder eben denjenigen, die es verboten haben wollen, gemacht wurden, sind nicht eingetreten in den USA und woanders, wo es eben legalisiert wurde. Das haben wir ja gesehen. Und dann spielen ja auch noch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Und ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass auch hier die Beweggründe für das Propagieren der Legalisierung nicht so ganz auf der eigentlichen oder nicht nur auf der Erkenntnis beruhen, dass es eben, dass man das nicht verbieten darf, sondern da spielen sicherlich auch andere Beweggründe noch eine Rolle, also wirtschaftlich eventuell. Ja, auf jeden Fall.
Das ist eigentlich immer das Hauptargument. Also es wird von Seiten der Politik hauptsächlich darüber nachgedacht, wenn man dieses legalisiert, wie kann man damit Umsatz generieren, wie kann man damit Geld machen. Das ist einfach unserem kapitalistischen System geschuldet, das eben diese Welt so erfolgreich gerade im Grund und Boden zerstört. Und ja, so wird entsprechend natürlich auch alle andere Politik gemacht. Ja, ja, es geht immer nur um Kohle. Das ist eigentlich alles. Also es geht eigentlich immer nur um Kohle. Und solange das so ist, können wir auch nicht erwarten, dass irgendwelche politischen, vernunftbasierten Entscheidungen mal gefällt werden. Und schon gar nicht drogenpolitisch, weil die Drogenpolitik ist eigentlich ein Unding, ist ein Verbrechen an der Menschheit, ist auch verfassungswidrig und dürfte eigentlich in der Form überhaupt nicht existieren. Es muss natürlich ein Arzneimittelgesetz geben und das muss reguliert sein, wie das mit den Arzneimitteln, mit den Pharmaka und so weiter gehandhabt wird. Aber eine Verbotsdrogenpolitik, die den Menschen untersagt oder vorschreibt, was sie nehmen dürfen und sogar sollen und was sie auf gar keinen Fall nehmen dürfen und dann noch dazu total willkürlich von irgendwelchen Sesselfurzern ausgedacht, das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Diese Gesetze dürfte es überhaupt nicht geben. Ja. Graham Hancock hat, glaube ich, mal gesagt, wenn ich keine Kontrolle darüber habe, wenn ich keine Kontrolle über mein Bewusstsein haben darf, dann habe ich überhaupt keine Kontrolle. Also das ist die totale Freiheitsberaubung im Prinzip von uns als Menschen, so wie wir hier sind. Und wir haben Rezeptoren dafür im Körper. Und wie gesagt, das zieht sich durch die Geschichte durch. Ja. Und ja. Die Wahrnehmung heute, also ich habe das jetzt auch an einigen Kommentaren gemerkt, da wird einfach diese Differenzierung noch nicht gemacht und das ist eben das Produkt der falschen Propaganda, muss man schon sagen, die einfach da ein völlig falsches Bild zieht. Ja? Und mir ist es auch ein Anliegen, das herauszuholen aus dieser Schmuddelecke und zu sagen, es gibt einen nutzbringenden Umgang damit, nämlich es geht nicht um Betäubung, sondern um Erkenntnisgewinn und um Bewusstwerdung. Und es ist überhaupt nicht verwerflich, dafür Naturerzeugnisse zu Hilfe zu nehmen. Ja, naja, es geht ja noch deutlich weiter. Es wird ja sogar so getan, als sei drogenpolitisches ein gesundheitspolitisches Ding. Mhm. Das wird uns ja verkauft. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass seine Bürger möglichst gesund sind. Wir müssen Prävention oder präventive, vor allem politisch-gesetzliche Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass dem Volk etwas geschieht. Ja, Gefahren. Wer das noch glaubt, der glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Ja, also wenn es unserer Politik um Gesundheitspolitisches ginge, dann wären ganz andere Dinge reglementiert, beispielsweise wenn es um die Nahrungsmittel geht. Es ist nach wie vor die Massentierhaltung erlaubt und das massenweise Füttern von Antibiotika und so weiter und so fort, was wir uns den ganzen Tag reinziehen. Es sind nach wie vor Unternehmen wie McDonald's, Burger King, dieser Fastfood-Scheiß, der uns nachweislich krank macht und tötet. Das interessiert doch keinen. Es geht überhaupt nicht um unsere Gesundheit. Ja. Es ist so, dass dem Staat, der diese Gesetze verabschiedet, die Bürger scheißegal sind, solange sie Kaufkraft darstellen. Also das ist der einzige Punkt, der unserem Staat, der unseren Regierungen wichtig ist, dass wir kaufkräftige, brave Wähler und Bürger und Steuerzahler sind. Darum geht es. Es geht nicht um Gesundheit hier. Das ist dem scheißegal. Dem Gesetzgeber interessiert es überhaupt nicht. Wenn drogenpolitisch irgendetwas auf einer vernunftbasierten Ebene aufgezogen werden sollte, dann müsste man vielmehr zum Beispiel den Alkohol regulieren. Die nachweislich gefährlichste Droge von allen, die noch nicht mal als Droge bezeichnet wird. Genau. Das und ist wem, ja, das nicht auffällt, also, wem das nicht auffällt, tut mir wirklich leid. Also das sieht man doch. Es ist doch sowas von offenbar, dass hier also mit diesen politischen Reglements so willkürlich umgegangen wird. Und warum? Um Machtstrukturen zu erhalten, um Menschen kontrollieren zu können und um auch zu verhindern, dass Leute mit Substanzen wie Psychedelika plötzlich ein anderes Weltbild bekommen und auch die politischen Entwicklungen anders wahrnehmen, verfolgen. Das ist auch der Aspekt der Menschlichkeit, der Aspekt der Ökologie, der Aspekt auch der Wirtschaft und so, plötzlich anders wahrgenommen wird von Menschen, die Bewusstsein entwickeln.
entwickeln. Und wir sehen jetzt gerade, zumindest ist das meine Wahrnehmung, doch eine deutliche Transformation in der Gesellschaft, damit einhergehend auch diese psychedelische Renaissance, die sicherlich da nicht alles mit zu tun, aber die ein Aspekt ist des ganzen Mosaiks, des ganzen Puzzles. Menschen sind nicht mehr bereit, das alles einfach so hinzunehmen, wie es bislang gewesen ist. Das sieht man auch daran, dass in normalen Supermärkten immer mehr regionale Produkte verkauft werden, immer weniger Menschen wollen, ich sagte vorhin schon, diese Massentierhaltungsscheiße und so, die immer weniger wollen das konsumieren, weil sie sich Gedanken machen, weil sie bewusster werden plötzlich. Es schießt ein Hofladen nach dem nächsten aus dem Boden. Landwirtschaftliche Betriebe verkaufen ihre Produkte, ihre Ökoprodukte schon wieder auf eigenem Wege. Es ist ja allein schon ein Armutszeugnis, dass in einem normalen Supermarkt Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel als bio deklariert werden und teurer sind. Eigentlich müsste man doch die deklarieren, die nicht bio sind. Wie kann denn Gemüse nicht bio sein? Und das sind alles so Dinge, die haben die Menschen bisher immer alles so hingenommen. Und jetzt empfinde ich es so, dass wir schon eine Bewusstseinstransformation auf dem Planeten erleben, weshalb auch in meinen Augen die beiden Pole so eminent sind. Also auch das, was wir vermeintlich schlecht bezeichnen, wird sehr mächtig und stark, weil wir in einer polaren Welt, in einem polaren Universum leben. Und da, wo sich der eine Pol eben verstärkt, muss der andere sich auch. Und so haben wir dieses Gleichgewicht gerade. Das ist schwer zu erkennen, aber so schlimm diese Welt gerade ist, auch mit dem pandemischen Kram und so, so positiv entwickelt sich auch gerade die Menschheit in eine doch andere Richtung, die das eben so nicht mehr hinnimmt. Und damit einhergeht für mich auch eine Veränderung der Drogenpolitik, weil die Leute eben die Argumente, die Propaganda der Prohibition heute nicht mehr einfach so fressen müssen, wie das noch zu unserer Jugend war. Da gab es nämlich keine Möglichkeiten, sich groß zu informieren. Man musste das glauben, was in der Tagesschau oder in der Zeit gesagt wurde oder in der Zeitung stand. Oder man hatte den Buchladen, die örtliche Bücherei. Und heutzutage kann man sich viel suffizienter und viel schneller informieren durch das Internet. Und deswegen lassen sich die Leute auch nicht mehr so leichten Bären aufbinden. Ja, das ist alles so ein großes Geflecht und ich denke, wir gehen auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Richtung, auch wenn das gerade gesamtgesellschaftlich nicht so aussieht. Ja, doch, aber die Polarität ist ein wichtiger Punkt, du sagtest das gerade. Und also ich sag mal, bewusste Menschen lassen sich nicht so leicht belügen. Ja. Das ist natürlich eine Gefahr für denjenigen, der gar keine Bewusstheit haben möchte. Ne, sondern der einfach eine steuerbare, formbare Masse haben möchte, da werden dann bewusste Menschen zu subversiven Elementen, wie man so sagte früher. Also das ist nicht gern gesehen. Aber jetzt, wo ja auch in der Zeit, also die Information leichter zugänglich ist und viele eigentlich die Lügen noch zugenommen haben, steigt aber auch die Bewusstheit. Das ist das scheinbar Paradoxe, aber eben eigentlich Konsequenz daraus, ja. Und ja, das ist interessant. Also es vollzieht sich auf jeden Fall ein Wandel. Und vielleicht eins noch kurz, das hatte ich dich auch im Telefonat mal gefragt, das können wir vielleicht jetzt auch mal kurz abhandeln. Ich habe mich gefragt, warum ist eigentlich hier im Westen so wenig übrig von einer psychedelischen Kultur, also wenn wir auf unsere Vorfahren schauen. In anderen Ländern, da schauen wir hin und da reisen wir auch hin, um dann sowas zu erfahren. Da wird das eben seit langer Zeit gemacht und von den indigenen Völkern immer noch gemacht. Was ist denn hier passiert? Haben wir früher keine solche Praktiken oder wurde das ausgemerzt? Also das wurde mit der Christianisierung ausgemerzt. Wir haben natürlich auch schamanische Wurzeln in Europa und es gab natürlich auch indigene Stämme, die so zusammengefasst wurden von den Römern als Germanen. Die Germanen waren ja in Wirklichkeit nur ein Stamm, aber die Römer haben dann alle diese indigenen Stämme als Germanen bezeichnet. Die gab es natürlich, weil die aber ein Volk, kann man ja nicht sagen, weil die aber eine Gesellschaftsform, in Anführungszeichen, darstellten, die keine großen schriftlichen Überlieferungen hatte, weiß man einfach nicht mehr wirklich viel von unseren Wurzeln. Und das eigentlich Schamanische des Germanentums wurde ja auch durch die Christianisierung
übernommen und adaptiert. Ostern zum Beispiel, Weihnachten zum Beispiel, Weihnachtsbaum etc. Das sind ja eigentlich alles alte germanische, schamanische Rituale oder Brauchtümer mal gewesen. Da weiß man nur kaum noch was drüber. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Asien, hat es ja die Christianisierung so nicht in der Form gegeben. In Amerika, also auf dem Kontinent Amerika, hat es die natürlich total gegeben, aber da haben sich ja bis heute noch auch indigene Völker erhalten, was ja bei uns nicht der Fall ist. Und deswegen können die natürlich auch die Kultur und Tradition da noch vermitteln. Und also bei uns fehlt das einfach, weil es komplett ausgerottet worden ist und systematisch auch. Ja. Ja, und das führt dann eben auch zu den Effekten, die wir heute sehen. Vielleicht, ja, können wir es ja jetzt ansprechen. In der neuen Ausgabe vom Lucy's Rausch Magazin ist ein wunderbarer Artikel. Ich möchte den mal schnell den ersten Satz. Ja, ich halte es gerade mal hoch. Bisschen Werbung in eigener Sache für unser Magazin. Ja, gerne, sehr gerne. Also hier habe ich es auch. Und der Artikel, der nennt sich Schamanentourismus und Touristenschamanismus, ja, von Tom John Wolf. Ja. Und ich lese nur den ersten Satz vor und dann können wir da vielleicht mal drauf eingehen. Also wunderbarer Artikel, der schön die Zustände widerspiegelt. Und es gab eben in den letzten 20 Jahren, sage ich mal grob, so eine Entwicklung des Schamanentourismus. Und er beginnt den Artikel eben mit dem Satz: Warum fliegt jemand ans andere Ende der Welt und lässt sich für viel Geld von einer völlig unbekannten Person mit fremder Kultur und Sprache an einem völlig fremden Ort mit unbekannter Natur eine der stärksten halluzinogenen Substanzen verabreichen? Ja. Ja. Ja, die Frage stellen wir uns alle. Ja, also da wird auch sehr schön beschrieben, dass natürlich, ja, Nachfrage schafft das Angebot und das sind eben unschöne Blüten, die es treibt, dass dort so eine Art Bühnenbild, Kulisse präsentiert wird für den Westler, so wie er sich die indigene Kultur vorstellt. Mhm. Ja? Und das nicht unbedingt was damit zu tun hat, mit den aktuellen Gegebenheiten und auch Problemen vor Ort. Ja, einfach mal deine Gedanken zu diesem Phänomen vielleicht. Ja, also das ist wie immer unserer egomanischen, egozentrischen und oberflächlichen Art geschuldet. Also es handelt sich hier um Modeerscheinungen, um Trends. Da haben wir was Exotisches. Damit kann man glänzen, damit kann man sich als was Besonderes fühlen, damit kann man sich brüsten. So strebt man das an. Dass das total unnötig und sogar kontraproduktiv ist, ist dabei offensichtlich den wenigsten bewusst. Wenn man sich für veränderte Bewusstseinszustände interessiert oder sogar explizit für die psychedelische Erfahrung, ist man überhaupt nicht darauf angewiesen, irgendwo nach Peru oder Brasilien oder Kolumbien in den Regenwald zu gehen. Das kann man hier in Kassel, in Hannover, in Hintertupfingen, überall machen. Wir haben ja unsere eigenen psychedelischen Organismen hier, die wir auch in der Natur finden. Das ist natürlich verboten, hiermit kein Aufruf, die zu sammeln. Jetzt ist gerade die Herbstzeit beginnt, die Psilocybin-Pilze sprießen. Aber es ist natürlich verboten, die zu sammeln, und zu trocknen, und zu besitzen und so weiter. Bla, bla, bla. Dennoch, das ist halt eben der, ich denke, der Hintergrund. Also man hat hier etwas Exotisches, mit dem man irgendwie auftrumpfen kann, man hat was zu erzählen, man kann sich auch mal eine Feder ins Haar stecken und sich fühlen wie so ein echter Schamane. Und deswegen ist es den Leuten dann auch relativ egal, an wen sie da geraten. Die oberflächliche Art bedingt zudem noch, dass die Menschen sich, bevor sie solche Reisen unternehmen, ich rede nicht von allen, aber den meisten doch tatsächlich, die mir auch aus Konversationen bekannt sind, dass die sich gar nicht richtig informieren über das, was sie da eigentlich erwartet, geschweige denn irgendwas mit der Kultur anfangen können. Und was ich auch immer wieder in solchen Interviews, wenn es geht ja sehr oft um das Thema, sage, ist, dass Menschen, die bislang sehr häufig überhaupt keine Erfahrung haben mit psychotropen Substanzen, die vielleicht noch nicht mal gekifft haben,
dass die sich direkt irgendwo in so einem fremden Setting, irgendwo im Regenwald oder häufiger auch in Ayahuasca-Hotels, eine der krassesten, transformativsten und abgefahrensten, stärksten halluzinogenen Substanzen überhaupt reinfahren. Das ist für mich einfach unverständlich. Und häufig kommt es dabei dann ja auch wirklich zu unschönen Episoden, zu Zwischenfällen, zu gesundheitlichen Problemen, häufig psychischer, aber auch physischer Natur, weil Menschen sich nicht informieren, worauf lassen sie sich ein, weil sie an falsche Schamanen geraten, an Scharlatane, die keine Anamnese erheben, die zum Beispiel nicht gucken, was nimmt der Klient hier für Pharmaka chronisch. Ja, also wenn zum Beispiel ein echter Schamane dich für ein Ayahuasca-Ritual vorbereitet, würde dir eventuell eine Diät angedeihen lassen. Das machen die alle anders, manche haben auch keine. Aber er würde dich auf jeden Fall fragen, was nimmst du eigentlich für Medikamente? Und wenn du zum Beispiel Herzmedikamente nimmst, Beta-Blocker oder dergleichen, was ja bei vielen Menschen der Fall ist, würde ein echter Schamane dich aus gutem Grunde vom Ritual ausschließen. Weil die Ayahuasca nicht nur das DMT, Dimethyltryptamin, enthält, sondern Beta-Carboline. Und die können interagieren mit solchen Beta-Blockern. Oftmals enthält Ayahuasca aber auch andere pflanzliche Ingredienzien, zum Beispiel auch Engelstrompete und so, also Nachtschattengewächse mit wirklich stark wirksamen psychotropen Molekülen, die einfach nicht für jeden gemacht sind. Und wenn du in so ein Ayahuasca-Hotel gehst, wo du also an einen Abzocker gerätst und keinen Schamanen, der also von Schamanismus überhaupt keine Ahnung hat, was in allermeisten Fällen der Fall ist, dann weiß der das nur. Die sind nicht ausgebildet, die haben keine Ahnung von sowas. Und wenn du dem dann da im Ritual umfällst, ja, dann ist es für dich sozusagen ein Wabangspiel, ob du das Ganze überlebst und wie und so weiter und so fort. Also du siehst, also ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Es ist ganz einfach unnötig. Diese Art von Tourismus ist einfach unnötig. Und ich habe in einem anderen Interview, auch dem Fragesteller gesagt, wir nehmen den indigenen Kulturen alles. Und jetzt nehmen wir ihnen auch das noch, ihr Letztes, ihre schamanische Kultur und bringen ihnen die Kohle, ja, die sie gar nicht brauchen und die ihre sozialen Strukturen nur noch mehr zerstört. Ja, und dann kommen wir nach Hause, zurück nach Deutschland oder wohin auch immer und brüsten uns damit, dass wir ja, wow, wir sind ja voll die coolen Freaks, wir sind ja total spirituellen Psychedeliker und so und wir kennen Schamanismus und so weiter und wir sind uns gar nicht darüber bewusst, dass wir eigentlich an der Ausrottung, am Raubbau an diesen Völkern aktiv teilhaben, sondern ja, fühlen uns sogar noch schick, da könnte ich in die Ecke kotzen, ganz ehrlich, also ja, finde ich sowas von furchtbar. Verstehe ich. Da steckt halt auch so eine Unbewusstheit, diese Mentalität dahinter. Man könnte jetzt irgendwo sich wie in einem Laden irgendwas kaufen. Ja? Man könnte jetzt in den Dschungel fahren und sich dann dieser Zeremonie unterziehen und dann sind alle Probleme und alle Anhaftungen oder sonstigen Sachen werden dann da einfach weggenommen und dann ist man wieder gesund und so. Und natürlich spielt auch die Suche nach Erkenntnis oder Heilung da eine Rolle, aber eben diese Mentalität, dieses Konsumorientierte, ja, sich einfach da, und genauso kann man sich nicht irgendwo im asiatischen Raum die Erleuchtung kaufen, indem man sich jetzt irgendwo hinsetzt oder ein bisschen meditiert, sondern es muss immer von einem selbst ausgehen. Aber du sagst es richtig, es ist schädlich. Nicht nur hat es große Risiken, Nebenwirkungen, sondern auch für die dortige Kultur. Ja, die Nachfrage schafft eben dann das Angebot und ich kenne die Mengenverhältnisse nicht, aber es ist eine Industrie, eine kleine. Und die Schamanen, die sich so bezeichnen, sind oft keine, die den Namen überhaupt verdient haben. Wobei ein Schamane selbst sich wahrscheinlich gar nicht Schamane nennen würde. Und es ist ja eher eine Bürde in den indigenen Kulturen. Sozusagen, ja, einer muss diesen Job machen und das ist nicht nichts, kein Ponyhof. Ja. Ja, genau. Ja, das ist auch, wie du schon sagst, auch unserer Erziehung, unserer Gesellschaftsstruktur geschuldet. Wir sind auf der einen Seite der Ansicht, wir können für ausreichend Geld alles kaufen, auch die Erleuchtung. Also muss man nicht nach Asien fahren und den Buddhismus bemühen oder den Hinduismus. Erleuchtung kann man auch im peruanischen Regenwald sozusagen erhoffen.
Das ist das eine. Also wir können für Geld alles kaufen. Da sind wir der Ansicht. Und das andere ist, wir glauben, dass auch solche psychedelischen Moleküle wirken wie eine Ibuprofen. Also ich habe Kopfschmerzen, nehme was ein und dann gehen die Kopfschmerzen weg. Und bei Psychedelika ist das eben auch ganz anders geartet. Die kann man nicht so wie so ein Medikament anwendungsorientiert nehmen. Es sind Katalysatoren. Es kann also am Ende auch was ganz anderes dabei rauskommen als das, was ich erwartet habe. Heilung und Erleuchtung. Es kann in eine komplett andere Richtung gehen, weil es Bewusstseinsverstärker sind und eben keine klassischen Pharmazeutika, die ich einklinke und dann kommt auf jeden Fall die und die Wirkung. Und das verstehen natürlich viele unbedarfte Leute falsch. Ja, und das ist auch eine der Gefahren, dass man glaubt, ich nehme irgendwas und dann passiert dies und dies. Das habe ich mal auf YouTube gesehen oder habe ich mal ein Buch zugelesen oder so. Und die Leute glauben, dass das dann immer so ist. Ja, das ist aber nicht so. Und das ist eine weitere der Gefahren, dem man sich aussetzt. Und dass man kann das aber ganz leicht umgehen, indem man sich einfach bildet und informiert. Ja. Es gibt ja die Medien, es gibt ja die Inhalte von Leuten, die sich die Mühe machen, die bereitzustellen, um eben Menschen auch vor sowas zu schützen. Ja. Aber das wird halt eben auch nicht häufig gemacht, gerade in dieser oberflächlichen Welt heute. Das ist die andere Seite der Medaille. Auf der einen Seite kann ich mich innerhalb von Minuten über Dinge informieren. Auf der anderen Seite ist das Überangebot an Infos auch derart groß, dass man gar nicht mehr richtig weiß, wer hat jetzt die richtigen Informationen bereitgestellt und wer eigentlich nicht. Kann ja auch jeder im Internet alles veröffentlichen. Und das ist auch noch eine Krux bei der ganzen Geschichte. Also Information ist wichtig. Und wer sich auf so eine transformative, auf so eine eventuell oder potenziell lebensverändernde Erfahrung einlässt, sollte doch den Anspruch haben, im Minimum zu wissen, was er gleich tun wird. Und da verstehe ich eben auch die Menschen wieder nicht, dass die Gier nach solchen Erfahrungen so groß ist, aber das Bedürfnis, sich wirklich darüber zu informieren, zu gering. Ja. Wenn das nämlich anders wäre, würde es sowas wie Ayahuasca-Tourismus vielleicht partiell geben, in einem kleineren Rahmen, aber nicht so, wie das derzeit boomt. Absolut. Ja. Dann verweise ich hier nochmal auf den Nachtschattenverlag. Dort gibt es schöne Publikationen zu allen Themen, eben auch Safer Use, auch drogenpolitisch. Ne? Und schaut einfach mal rein, nachtschatten.ch. Dann großes Angebot, da mache ich gerne Werbung dafür an dieser Stelle. Und vielleicht zum Schluss noch, wie sieht denn jetzt ein mündiger und verantwortungsvoller und nutzbringender Umgang aus mit psychedelischen Substanzen? Weil ich glaube, was vielen auch fehlt oder was nicht so genug Gewichtung bekommt, ist eben auch die Nachbereitung von so einer Erfahrung. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also wie jetzt der nutzbringende Umgang mit solchen Stoffen aussieht, das kann man per se nicht sagen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das ist auch eine zutiefst individuelle Angelegenheit. Was aber wichtig ist, ist, es wird immer geredet von den wichtigen Säulen der psychedelischen Erfahrung, Dosis, Set und Setting. Also wie viel nehme ich von einer Substanz? Übrigens auch, dass ich natürlich eine gute, eine reine Substanz habe und nicht irgend so einen Scheiß von der Straße, wo ich gar nicht weiß, was ich mir da reinziehe. Wie bin ich selber drauf? Wie ist meine Erwartungshaltung? Wie ist meine Konstitution? Wie ist meine Befindlichkeit? Und Setting natürlich auch, Umgebung, Personen, mit denen ich das einnehme, etc. pp. Das ist alles erheblich. Das ist wahr. Das sind wirklich drei Säulen der psychedelischen Erfahrung. Eine wird allerdings in meinen Augen oftmals auch gern vergessen, nämlich was im Grunde genommen fast noch wichtiger, mindestens aber genauso wichtig ist, ist die Integration nachher des Erlebten. Die Nachbereitung auch einer solchen Erfahrung. Und das ist etwas, wo man auch bei solch exotischen Ritualen von den selbsternannten Schamanen allein gelassen wird, weil die gar keine Ahnung haben. Die haben gar keine Ausbildung, die wissen auch, das ist denen egal, die kassieren ihr Geld, geben dir den Trank, führen dich irgendwie durch die Situation und tschüss, der Nächste bitte. Da kommt es auf sowas gar nicht an. Also die Integration, die Nachbereitung von solchen doch oftmals exorbitant skurrilen Inhalten, die man erleben kann und die man nicht nur wie in einem Kino sieht, sondern die man wirklich selbst erlebt, hautnah, also das kann man jemandem, der es noch nie erlebt hat, nicht wirklich erklären, weil das Bewusstsein switcht auf eine andere Ebene. Es ist mehr als nur die Augen zumachen und irgendwie einen Kinofilm sehen. So Substanzen gibt es auch, aber von denen sprechen wir ja jetzt gerade nicht.
Und von daher ist die Integration das Wichtige, am besten tatsächlich auch in einem therapeutischen Setting, wo man also auch einen Profi dabei hat, der einen auch im Nachhall noch betreut, mit dem man sprechen kann, dem man erzählen kann, was habe ich eigentlich für Erfahrungen hier gerade gemacht, wie kann ich die in etwa verstehen, wie kann ich die einordnen, idealerweise, wie kann ich die für mein Leben auch nutzen. Ja? Und das sehen wir auch im privaten Rahmen, gar nicht mal nur im psychotherapeutischen, wenn Menschen also eine so gewaltige transformative Substanz nehmen und weigern sich nachher, weil sie vielleicht irgendwie traumatische Inhalte oder so zu verarbeiten hatten, darüber zu sprechen, dann geht das sehr, sehr oft nach hinten los. Also es ist oftmals schon ausreichend, mit seinen Mitpsychonauten über Erfahrungsinhalte zu sprechen. Häufig hat man ja vielleicht auch erfahrenere Personen dabei, die das Ganze irgendwie deuten, interpretieren, erklären können. Und dann steht man schon nicht mehr ganz so alleine da. Ja? Und wichtig ist ja doch eigentlich die Erkenntnis, das, was ja oftmals spricht man von Ego-Auflösung oder von Dingen wie, ja, ich habe jetzt erfahren, wir sind alle eins und wir sind eine große Energie. Und so, das sehe ich ja genauso. Das spricht ja, die Erfahrung spricht ja auch für sich. Aber wenn ich das nicht nachher mit in meinen Alltag mitnehme und zurückkomme und bin genauso ein Arschloch, wie ich es vorher war, wer hat dann irgendwas davon? Ja? Das kann sogar schädlich sein, weil man eventuell einfach in eine falsche Richtung geht. Man kann sich die Erfahrungen nicht erklären. Und deswegen sage ich, also Integration und Nachbereitung sind zentrale Säulen noch neben Dosiset und Setting für so eine Erfahrung, um überhaupt irgendeinen Nutzen daraus ziehen zu können. Und das gilt auch für erfahrene Psychonauten, auch die, das weiß ich aus eigener Erfahrung und durch viele Freunde und Kollegen, auch wenn man das schon über Jahrzehnte macht, ist doch das Gespräch nachher über Inhalte, über Erfahrungen extrem wichtig, um überhaupt einen Nutzen daraus ziehen zu können, um damit umgehen zu können, um irgendwas davon zu haben. Und das vernachlässigen viele, wissen viele auch gar nicht, dass das total wichtig ist. Ja. Ja. Ja, sehe ich auch so. Das ist das A und O. Und oftmals wird eben bei kritischen Kommentaren davon berichtet, dass Leute Schaden genommen haben oder hängen geblieben sind, wie man so oft sagt. Und das will ich nicht abstreiten, aber meine Wahrnehmung ist auch die, dass die überwiegende Mehrheit derer, die das benutzt, natürlich nicht groß darüber spricht, aufgrund auch der Rechtssituation oder es nicht befürworten darf, aber eben da sehr wohl guten Umgang auch pflegen kann. Und das ist eben, das kommt nicht so wirklich an, dieses Bild. Und es werden immer die Negativbeispiele herausgepickt, um es dann an den Pranger zu stellen. Ja, ja, so wird ja Politik gemacht, also Drogenpolitik wird ja so gemacht. Man nutzt ja die wenigen Menschen, die mit den sogenannten Drogen schlechte Erfahrungen machen oder diejenigen, die damit nicht umzugehen vermögen, nutzt man ja politisch als Paradebeispiel. Ja. Man tut so, als wäre das eben der Standard. Wenn jemand eine psychoaktive Substanz nimmt, dann knallt er entweder durch oder er wird süchtig oder er wird krank oder er stirbt. Und das ist sozusagen, also auch das werde ich sehr oft in Interviews gefragt, wie kann das eigentlich sein? Also wenn man zum Beispiel Verkehrspolitik so machen wollte und würde sagen, wenn du wissen willst, was Autofahren bedeutet, dann guck dir einfach die Unfallstatistiken an und sonst gar nichts. Da würde jeder nur lachen und sagen, so ein Blödsinn. Aber bei den Drogen macht man genau das und die Leute glauben es. Also es ist eigentlich unfassbar. Ja, und dann müsste man, wie zu Beginn schon gesagt, Küchenmesser verbieten, Autofahren verbieten und da mögen manche jetzt sagen, der Vergleich hinkt, aber nein, schaut es euch an. Das ist so, dass eben es eine große, überwiegende Mehrheit gibt, die gerade bei den Psychedelika eben sehr wohl Nutzen daraus ziehen und das auch richtig verwenden können. Ja. Ja, mein Paradebeispiel ist immer, wenn jemand sagt, aber das ist doch eine gefährliche Substanz, das ist ein totaler Schwachsinn. Also eine gefährliche Substanz, gibt es das überhaupt? Es gibt natürlich hochtoxische Gifte, die in geringsten Dosierungen schon sehr, sehr giftig sein können. Okay, aber auch mit denen kann man umgehen. Auch die sind Heilmittel in der richtigen Hand. Und eine gefährliche Substanz ist derart schwammig. Wasser ist auch übrigens eine gefährliche Substanz. Man kann darin ertrinken, man kann hyperhydrieren, man kann dehydrieren und so weiter und so fort. Und trotzdem, du kriegst als Kind eben schon beigebracht, wie du mit Wasser am besten umgehst.
Und somit ist es auch keine gefährliche Substanz in dem Sinne mehr. Kann es aber durchaus sein. Salz ist eine gefährliche Substanz. Zucker ist eine gefährliche Substanz. Niemand käme auf die Idee, das zu verbieten. Sondern man bringt den Kindern von Anfang an den richtigen Umgang damit, idealerweise. Was auch nicht geschieht immer, aber idealerweise. Es gibt gar keine Notwendigkeit, diese Stoffe zu verbieten, weil ein sinnvoller Umgang damit erlernt werden kann. Und das ist auch bei allen psychotropen Substanzen der Fall. Ja. Und glaubst du, dass jetzt dieser Umgang auch, wenn jetzt die Gesetzgebung sich lockert und es vielleicht eine Teillegalisierung oder eine Regulierung gibt, dass das dann auch geschieht? Denn wir wissen ja eben, Jugendschutz und Qualitätskontrolle und so weiter sind ja erst mit der Freigabe richtig machbar. Also die ja. Prohibition hat ja genau das Gegenteil bewirkt. Und glaubst du, dass wir hier in der nahen Zukunft da Veränderungen sehen werden? Ja. Ja. Ja, das glaube ich. Weil sich doch tatsächlich jetzt schon einiges ändert. Also gerade was die sogenannten Drogen angeht. Du hast vorhin schon Cannabis angesprochen. Das ist in den letzten Jahren, hat sich das doch sehr verändert. Also es wird immer gesellschaftsfähiger. Es wird auch nicht mehr so lange dauern, bis Hanf entkriminalisiert wird, weltweit wahrscheinlich entkriminalisiert sein wird. Und jetzt geht es ja in Amerika, also in den USA auch schon los, dass schon die psychedelischen Substanzen entkriminalisiert werden und so. Und weil das Hauptargument ist immer, es sind halt mehr Heilmittel als Suchtgifte, diese Pflanzen, Ayahuasca, psychoaktive Kakteen, Iboga und so weiter und so fort, die ganzen Pflanzen, aber auch sogar schon Stoffe wie MDMA und LSD werden allmählich nach und nach entkriminalisiert, weil man einfach von dieser verteufelnden Politik wegkommt, weil man einfach auch merkt allmählich, es lässt sich den Bürgern, den Leuten nicht mehr so verkaufen wie früher noch. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und fast schon die Absurdität mancher Äußerungen von manchen Politikern, die trägt sogar noch dazu bei, das zu erkennen, wie mittelalterlich und rückständig die heutige Drogenpolitik immer noch ist. Ja? Also es ist ja absurd teilweise, was manche Politiker da geäußert haben. Jetzt ändert sich das. Also ich habe auch der Georg Wurt vom Handverband hat mit Politikern gesprochen und sie dazu befragt. Ja, es sind immer noch Politiker-Aussagen, aber das Fähnchen dreht sich jetzt, aber eben die Beweggründe, wie du schon anfangs auch sagtest, sind womöglich andere. Aber ich glaube auch, dass das jetzt in naher Zukunft kommen wird. Und wir haben ja Beispiele aus den Ländern, wo es schon legalisiert wurde, wie es gehen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dann hier so Social Clubs geben wird, wo vereinsmäßig das dann angebaut wird oder ob es jetzt, wie da genau die Lösung aussieht. Aber es kann auf jeden Fall nicht mehr so gedeckelt werden wie bisher. Nee, genau. Genau, und wie man damit gesellschaftlich umgeht, diese Cannabis-Social Clubs, auf die du dich beziehst, die kann man natürlich auch auf andere Stoffe, auf andere psychotrope Pflanzen, muss es überhaupt sein, kann natürlich so gemacht werden. Aber muss es überhaupt groß reguliert werden? Eigentlich nicht. Ja. Also dass diese prohibitive Drogenpolitik, Verbotspolitik ist ja gerade mal um die 100 Jahre alt. Davor hat sowas ja bis auf einzelne Sensationen, wie mit dem Kaffee und so weiter und auch der Alkoholprohibition, hat sowas ja eigentlich nicht gegeben. Die Sachen waren legal und es war immer auch eine Frage der Gesellschaft, wie man damit umgeht. Also man konnte früher auch Kokain in der Apotheke kaufen beispielsweise und auch Morphin. Und das war auch eigentlich nicht wirklich ein Problem. Klar gab es immer Leute, die damit nicht umzugehen wussten, die es übertrieben haben, die auch Abhängigkeiten ausgebildet haben oder auch sonstige oder gesundheitliche Problematiken. Aber die wird es immer geben. Also wir sind halt eben einfach auch Menschen und ein Teil von uns ist nicht in der Lage, vernunftbasiert oder vernunftbegabt Entscheidungen zu treffen.
Das ist aber in allen Bereichen so. Und das ist natürlich auch bei der Einnahme von solchen Stoffen so. Aber dann zu behaupten, dass diese 9% der Menschen, die mit psychotropen Stoffen nicht umzugehen in der Lage sind, das Paradebeispiel sind, ist natürlich total vermessen. Und das lassen sich die Leute heute auch einfach schon lange nicht mehr verkaufen, Ja. weil nachvollziehbar ist, dass es nicht stimmt. Ja. Auch beim Alkohol haben wir die Alkoholiker, die Menschen, die nicht umgehen können damit, Menschen, die an Zigarettenkonsum sterben und so weiter. Also Leute, die es entweder, die einfach nicht entsprechend konstituiert sind oder die es übertreiben. Und die wird es immer geben, aber damit muss man irgendwie umgehen, ne? Da schließt sich der Kreis zum Auto. Es wird auch immer Verkehrsunfälle geben. Damit muss man irgendwie klarkommen. Man kann natürlich gucken, das Ganze zu minimieren und Prävention und Aufklärung und Ausbildung und bla bla bla. Das ist wichtig ohne Ende, aber das heißt doch nicht, dass ich etwas, was potenziell gefahrenbehaftet ist, komplett aus der Welt schaffe. Das geht auch gar nicht. Und um nochmal etwas Prägnantes zum Abschluss zum Thema beizutragen, im Jahr 2003, glaube ich, hat die UN, das habe ich in mehreren meiner Artikel und Bücher damals auch geschrieben, hat die UN tatsächlich das hehre Ziel verfolgt und gesagt, wir wollen bis zum Jahr 2008 die Welt drogenfrei machen. Also daran sieht man auch schon mal, wie irrational das ist. Ich meine, psychoaktive Drogen sind in der Natur allgegenwärtig. Bis Man hin zu kann sagen, eine Pflanze nicht Regenwürmer verbieten. produzieren Lachgas und so weiter. Jede zweite Pflanze enthält psychotrope Inhaltsstoffe. Also diese Welt, das habe ich auf einem Vortrag 2004 mal in Berlin gesagt, diese Welt drogenfrei zu machen, ginge nur, indem man den ganzen Planeten in die Luft jagt. Dann kriegen wir das nicht hin. Wir Menschen sind voller psychoaktiver Substanzen. Wir funktionieren nur mit diesen Stoffen, mit diesen endogenen Stoffen. Und von daher, die Welt drogenfrei zu machen, ist so ein irrationales politisches Ziel. Das zeigt im Grunde genommen schon, wie blödsinnig die Drogenpolitik ist. Das bringt es in einem Satz auf den Punkt. Wir wollen die Welt bis zum Jahr 2008, das ist mittlerweile auch schon ewig her, drogenfrei machen. So ein Schwachsinn. Also, und das bringt man öffentlich und lässt sich damit noch ablichten. Also, da fehlt mir jedes Verständnis. Und die Menschen so, Unfassbar. ja, mit der Bierflasche in der Hand, genau, die scheiß Drogen, endlich müssen sie weg, gluck, gluck, gluck. Sorry, da fehlt mir wirklich alles. Sehr schön. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Nein, es einfach zeigt die Irrationalität auf, dass es einfach ein Unding ist und dass wir sind Teil der Natur und Ja. wir sollten die Freiheit haben und das ist ein uns innewohnendes Recht, das so zu praktizieren. Ja. Genau. Ja. Genau. Es wird immer gefragt, gibt es ein Recht auf Rausch? Ich frage, gibt es ein Recht, den Menschen sowas zu verbieten? Das sind ja auch in der Rechtsprechung spricht man von sogenannten opferlosen Delikten. Was ist denn das? Wie kann denn etwas kriminell sein, was niemandem Dritten schadet? Also das ist doch, da sieht man doch auch schon diese Willkür, diese Irrationalität. Ein opferloses Delikt, was soll das sein? Wenn ich zu Hause meinen Tisch kurz und klein schlage oder meine Wohnungseinrichtung zerstöre, dann bin ich doof, aber das geht doch keinem was an. Da gibt es kein Opfer, da bin ich doch selber schuld. Ich muss doch danach gucken, wie ich das wieder hinkriege. Aber da muss doch keiner stehen und sagen, das ist aber, also das schadet dir, das darfst du nicht machen. Aber daran sehen wir halt auch, dass Drogenverbote keine Gesundheitspolitik sind. Die haben damit nichts zu tun. Mit dem Schutz der Volksgesundheit, wie immer gesagt wird, hat das gar nichts zu tun. Es geht nur um den Erhalt von Machtstrukturen, so wie wir das auch schon aus klerikalen Zeiten kennen. Also als die Kirche da, die hat maßgeblich auch Anteil natürlich an sowas. Die wollen natürlich nicht, dass eigene Erfahrungen gemacht werden. Das ist ja in religiösen Strukturen auch verpönt, unerwünscht, dass die Menschen eigene Erfahrungen, gar spirituelle Erfahrungen machen. Die sollen einfach das Dogma glauben, die sollen glauben, was andere sagen, die sollen aus den Erfahrungen und Erkenntnissen anderer ihren Glauben ziehen und das ist es. Und genau das ist eigentlich auch die Fortführung. Die Drogenpolitik ist die Fortführung genau dieser Attitüde. Ja, das ist sehr wahr. Und es würde einigen Strenggläubigen auch nicht gefallen, wenn sie herausfinden, dass manche alte beschriebenen Visionen wohl möglich auch in Zusammenhang mit psychoaktiven Substanzen stehen. Aber das wäre nochmal Stoff für eine Extrasendung. Auf jeden Fall. Ja, lieber Markus, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. War mir Mir eine auch. große Freude Hat Spaß und gemacht. viel Spaß noch, einen schönen Tag euch allen und gehabt euch wohl.